Gut, eigentlich habe ich hier nur einen aufgebrachten Pöbel, der mir eigentlich nichts zu sagen hat. Also, lassen wir dich frei. Warum lässt hier Mensch, Linkskralle in Qual? Bitte, bitte, wenn ich befreit, zeig Mitleid, bitte, töte schnell. Tiermensch, deine Zeit ist gekommen. Mehr Beweise dieser Angelegenheit hören. Beweis? Beweis für Fehler von Tiermann? Für Schmach von Tiermann, wie Beute gefangen zu werden? Linkskralle kann Menschen... Kann Mensch Leiche vom Wildschwein nicht zeigen. Faul stinkendes Chorrudel hat Leiche zu Erdblut und Asche verbrannt. Mensch kann aber sehen, wo Pfeil den Knöchel von Linkskralle genagt hat. Ja? Kann sehen, wie Tiermann hereingelegt wurde. Er ist ein Tier und wurde blutüberströmt erwischt. Was brauchst du denn noch für Beweise? Für seine Schuld. Außerdem hat ihn der Chor ja angeschleift. Sie haben sein Vergehen mit eigenen Augen gesehen. Der Chor? Du meinst die, die ich umgebracht habe, während du aus dem Schuss der Schatten zugesehen hast? Na, ich glaube nicht, dass sie bezüglich dieser Angelegenheit aussagen werden. Sie erbleicht und stolpert ein paar Schritte zurück, aber jemand in der lärmenden Menge hinter ihr schubst sie wieder nach vorne. Was willst du damit sagen, Schicksalsbinder? Du bist natürlich die Autorität in dieser Angelegenheit. Mit Fürst Tun und Macht kannst du die Wahrheit der Dinge sehen, sogar verborgene. Ich weiß es, ich habe die Geschichten aus dem Nordreich gehört. Wie viele Dörfler sind im Laufe der letzten Spanne verschwunden? Wurden irgendwelche Knochen von ihnen gefunden? Wer verschwindet heutzutage denn nicht? Wir haben so viele verloren, dass wir kaum den Überblick behalten können. Manche machen sich zum Tal auf und kehren nie wieder zurück. Selbst die Fegen unter ihnen wie Drakots sind bestimmt gefressen worden. Mit mehr als Hörensagen kann hier keiner aufwarten und das gilt für beide Seiten. Noch mehr Zorn, ja gut. Oh, wir sind bald bei der vierten Stufe. Soll das heißen, dass unser Wort nicht gut genug ist, Schicksalsbinder? Würdest du eher eine Promenadenmischung beim Wort nehmen? Ihr habt euch die ganze Zeit mit dem Chor eingebettet. Was soll ich denn erwarten? Angetrieben von ihrer Entrüstung versucht sie, durch die lärmende Menge zu schreiten. Dabei stößt sie aber ein schreiender, rotgesichtiger Mann zur Seite, worauf sie stolpert und hinfällt. Willst du uns umbringen? Möchtest du, dass ein neues Edikt gegen uns verkündet wird? Oder gar noch Schlimmeres? Alpha wird Bollwerks Wünsche unterstützen. Sie knurrt drohend in Richtung der Menge. Wird Tierfrauen und Tiermännern beim Überleben helfen? Ja, ich habe mich entschieden, dich freizulassen und deine Unschuld auszusprechen. Versteh dich schnell von hier. Die Seeler werden dich töten, wenn du hier verweilst. Zorn bei Tumon? Ups. Wirklich, ist wahr. Er winselt und zittert vor Dankbarkeit, blickt wild um sich, auf der Suche nach schnellstem Fluchtweg. Linkskralle wird Hilfe von Menschen nicht vergessen. Ich frage mich, wie sehr mich mein Chef jetzt hasst. Also Tunon. Ja, gucken wir mal. Reputation. Steinpirscher hat sich ganz gut gehalten. Steinbeerdörfler sind ziemlich hasserfüllt. Die sind aber zum Glück nicht so wichtig. Genauso wenig wie zum Beispiel Lithians Kreuzung. Töte dem Schatten ist 50-50. Sirenen müsste ich mal wieder mitnehmen. Artefakte. Tunon. Ja. Ich hätte ihn auch töten können. Will do.
Ja, suchen und retten. Wir leben in schwierigen Zeiten, sagt die immer noch. Willkommen zurück, Schicksalsbinder. Hast nichts Neues zu sagen? Also gehen wir mal weiter. Was ist mit dir? Schicksalsbinder? Du bist auch nur ein Hammerhändler, der nichts hat. Das heißt, es geht mal weiter zum Steinfellklamm. Und damit sind wir jetzt wieder in einem unbekannten Gebiet, was recht groß erscheint sogar. Oh, ein längerer Text. Kristalleruptionen wie diese tauchten kurz nachdem Kyros Edikt das Land auseinandergerissen hat im Steinmeer auf. Niemand weiß, ob sie eine Begleiterscheinung der Magie des Oberherrn sind oder die von Kern während des Krieges durchgeführten Experimente dafür verantwortlich sind. Hallo Hordenmitglied, hallo Blutkantor. I'll be your shadow. Ein paar Hordenmitglieder, das war's auch schon, und halt der Blutkantor. Anything for Alpha to kill in Shadow. So. Future course. Power! From Shadow. Der Blutpatrouille ist jetzt ziemlich tot. Mitglieder können auch nicht viel ausrichten eigentlich. Zornfähigkeit, scharlachrote Haut. Wir wurden natürlich im Schatten mittlerweile immer noch drei. So. Right. Da können wir wieder uns buffen. Sanft einen Kristall herausziehen, um ihn sicher zu entfernen. Ja, also erstmal haben wir beim scharlachroten Chor jetzt Verteidigung gegen Blutend. Und wir haben gerade einen Kristall rausgezogen. Hier. Dieses Kristallfragment stammt aus dem Steinmeer. Man kann eine große Menge an magischer Energie speichern. Ist ja gar nicht mal so schlecht, wenn ich wüsste, wofür das gut sein soll. Oh. Zorn beim scharlachroten Chor. Oktave, was in Kyros Namen hast du vor, Boss? Warum hast du diese Chormänner getötet? Er richtet mit hochrotem Gesicht seine Waffe auf dich. Leugne es nicht, meine Soldatin Eiterpustel hat alles gesehen. Ich schlage euch den Kopf ab für die Ehre von Graven Ash. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich werde dich langsam töten, dass du Tränen aus Blut weinst und deine Beine zwinge ich dabei zuzusehen. Ich schlage dir den Kopf ab für die Ehre von Graven Ash.
Verdammte Scheiße, der Schicksalsspieler von den Geschmähten. Octave versucht verzweifelt seine Klinge zu ziehen und stolpert dabei rückwärts über einen Stein. Wieder zu den Waffen. Scheiße, verdammt, Hilfe! Das war aber eine kümmerliche Vorstellung. Wir sollen diesen verängstigten Nager von seinem Leid erlösen. Berwick zieht seine Waffe und macht sich kampfbereit. Was haben wir hier diesmal? Bluthund, Wüter und ein Hordenmitglied und natürlich ihn hier. Lyra, feil ihn mal. Du Eis... Obwohl, das ist ein Fernkampf... Ja doch, das ist ein Fernkampf-Wüter. Berwick taunt. Du hack ordentlich auf den Eis. Oh, da ist noch eine Wüterin. Ach so, das sind drei Wüter. Das ist nicht so schön. So, dann schreiben wir mal nach mehr Schaden. Okay. Der Kampf könnte etwas heftiger werden. Oh, vor allem, weil... Töte dem Schatten vielleicht tot ist. Ja, das ist nicht so schön. Ist auch nicht schön, dass ich gleich tot bin. I will aid you. Okay, Lyra, wechsel mal die Waffen. Du tauntest mal wieder. Ich mach mich mal kurz vom Acker. Das war echt nicht so schön. This weapon is useless. Oh, that one fucking hurt. You got it. Ja, Lyra brennt gerade ein bisschen ab. Ich hätte hier einen Quicksave machen sollen. Naja. Ich wusste nämlich nicht, dass ich, wenn ich da runtergehe, gleich ein Kampf getriggert wird. So, also nochmal das Ganze. Am besten buffe ich hier gleich schon mal ein bisschen. Da reicht ja eigentlich nur der Buff. Right. You didn't see nothing. On it. So. Die haut den Blutkantor kaputt. Du kannst den Blutkantor mal abpacken. Oder auch nicht, weil er tot ist. Yes. So, du bewegst dich dahin und durchbrust mal hier. Das hat nicht so geklappt, wie ich wollte.
So, jetzt habe ich den Blutungsschutz. Ah!